Gute Stimmung beim Eröffnungsfest zur traditionellen Wiener Neudorfer Woche. Wir haben mit unserem Team die Stimmung vom Eröffnungstag eingefangen. Als 1971 die Idee der Wiener Neudorfer Woche geboren wurde, da ahnte wohl niemand, dass dieses einwöchige Fest zu einer Institution weit über die Grenzen des Ortes hinaus werden würde. So begeht Wiener Neudorf diese Festwoche heuer bereits zum 46. Mal. Wiener Neudorfer Woche ist immer ein tolles Ereignis. Kommen alle zusammen, in die Vereine und alle Bürger, sage ich einmal, eine tolle Gelegenheit, mit den Leuten zu sprechen. Wir haben heuer wirklich so ein schönes Ambiente geschaffen, dass eine Tracht oder sowas wirklich, das passt genau daher. Wir sind ja nur durch Ortstafeln getrennt. Wiener Neudorf ist ganz einfach ein pulsierender Ort. Er ist jetzt erst durch die Schwedenbomben weltberühmt geworden. Und von mir selbst, das kann ich sagen, viele wissen ja, dass ich in Neugundramsdorf aufgewachsen bin. Mein Vater hat das Betriebssportgelände in Wiener Neudorf bei der Firma Isovolta aufgebaut. Ich war in meiner Jugend, meiner Kindheit, also immer auch ein Kind von Wiener Neudorf. Und das ist ganz einfach, dieses Zusammenleben und das große Wohlfühlsein. Und deswegen freut es mich, dass ich heute da sein darf. 46. Wiener Neudorfer Woche. Wir haben wieder ein tolles Programm. Hoffentlich ein schönes Wetter. Und ich wünsche mir heute für die Eröffnung, dass es nicht nur ein schöner Tag für Neudorf wird, sondern für ganz Österreich. Weil wir haben ja heute noch Österreich, Portugal. Wir haben relativ viele Leinwände da. Also wir werden heute auch noch eine ziemliche Fußballstimmung da zusammenbekommen. Was sagen Sie, wenn Wiener Neudorf so feiert? Nein, es ist immer schön. Es passt heute das Wetter. Heute vor einem Jahr haben wir ein ziemlich schlechtes Wetter gehabt. Und man sieht, wenn das Wetter schön ist, ist auch ganz Wiener Neudorf auf die Vier. Was macht Wiener Neudorf aus? Also ich glaube, die Geselligkeit macht Wiener Neudorf aus, unsere Vereine macht Wiener Neudorf aus. Und wenn das alles zusammenpasst, es sind viele Vereine da, die Gastronomie auch machen. Also ich glaube, wir sind ein gemütliches Volk. Wenn jetzt jemand so schön sagt, da möchte ich hinziehen, weil da ist so gemütlich, gibt es da noch ein Plätzchen? Nein, wir haben noch ein paar Wohnungen am Anhänger Park, aber da würde ich sehr rasch zuschlagen. Wieder beteiligten sich viele Vereine und Organisationen. Und wie immer gab es tolle kulinarische und musikalische Darbietungen im Festgelände an der Parkstraße, Laxenburger Straße. Es wird aber nicht nur gefeiert, sondern die Gemeinde hat auch Gratis-Eis hergegeben. Ja, wir haben also jetzt noch eine Stunde Gratis-Eis, Gratis-Bier, Gratis-Würsteln. Also bitte schließt sich an. Hört auf mit dem Interview und schließt sich an.